Hallo, mein Name ist Katja aus dem Microsoft Education Team in Österreich. Wir wollen Schulen bei einem ganzheitlichen Transformationsprozess unterstützen. Und ein tolles Beispiel, wie ganzheitliche Transformation und Schulentwicklung aussehen kann, zeigt uns jetzt die private neue Mittelschule aus Zwettl. Mein Name ist Gerhard Witz, ich bin Schulleiter der privaten Mittelschule in Zwettl. Wir sind eine franziskanische Mittelschule mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Umwelt und Soziales. In einer zunehmend digitalen Welt müssen die Schülerinnen und Schüler einfach damit lernen, mit eigenen Geräten umgehen zu können. Sie sollen sie als Werkzeuge, als Hilfsmittel kennenlernen, damit sie ihren digitalen Alltag meistern können. Ich bin der Meinung, dass wir 4 Grundkompetenzen vermitteln sollten, und zwar Lesen, Schreiben, Rechnen und die digitalen Kompetenzen. Und es geht auch sehr viel um Kommunikation und Organisation, nicht so sehr um Technik, sondern mehr um das Lernen, um das digitale Lernen auch für die Lernprozesse zu unterstützen, also individuelles Lernen. Zum Beispiel das Lernen im eigenen Tempo, im eigenen Schwierigkeitsgrad. Also Microsoft Teams verbindet ja ganz viele schon sehr lange bekannte Applikationen wie die Microsoft Office Programme unter einer Oberfläche und bietet aber vor allem ganz, ganz viele neue Features, wie zum Beispiel Videobesprechungen, die für das digitale Unterrichten ganz besonders hilfreich sind. Für viele Kinder war es sicher toll und auch wichtig, auf diese Art und Weise ihre Freunde sehen zu können und auch ihre Lehrer sehen zu können.